herzlich willkommen zurück zu diesem kleinen HTML-Video. Heute zeige ich euch, wie ihr eine kleine HTML-Wörterdatierung erstellen könnt, wie zum Beispiel diese hier. etmc.eu/crapgame. Dort Name ist sogar noch. Dann downloadet sich die Datei automatisch. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Als allererstes müsst ihr die kleine als Zeichen machen, dann Meta. http-equiv ist gleich Gänsefüßchen refresh, dann content ist gleich 0. Da könnt ihr halt die Zeit reinstellen, wie lang er warten soll, bis er einen weiterleitet. 0 ist halt gar nicht warten. 5 zum Beispiel dann halt 5 Sekunden. Dann könnte man halt so einen Text machen wie: Du wirst nun weitergeleitet. Aber das wollen wir ja jetzt nicht. So, dann halt 7 Kolon. URL ist gleich http://google.com. Da könnt ihr halt eure URL eingeben. Dann halt hier raus und größer als. Das speichern wir und öffnen. Da. Und schon wird man automatisch auf Google weitergeleitet. Ja. Der Code ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ich wollte nochmal darauf ansprechen, dass ich den nächsten URL-Short machen wollte, wo man sich dann halt hier registrieren muss. Und wenn man dann halt zum Beispiel auf short.etmc.de/google geht, da ich schon wieder die Datei vergessen habe hochzuladen. Ja, okay. Naja, dass man dann halt auf Google eigentlich weitergeleitet wird, aber da ist das Ding gerade recht eigen. Da gucke ich dann nochmal. Gut, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und ciao.